Hi Leute! Ja, heute gibt es wieder ein Video von uns mit mir. Wie ihr schon am Titel sehen könnt, ist es der Vegan Beauty Basket. Ich bin ein kleines bisschen erkältet. Deswegen klinge ich vielleicht etwas nasal, weil einfach meine kompletten Nebenhöhlen zu sind. Aber das soll uns nicht davon abhalten, einfach ein bisschen Make-up auszuprobieren. Ich kann euch leider nichts zu den Gerüchen sagen. Ja, aber schauen wir einfach, weil sonst liegt das Paket hier noch ewig rum. Und vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen, der sich überlegt, die Box zu kaufen und möchte einfach nur sehen, wie das Zeug aussieht. Und von daher dachte ich, mache ich dann trotzdem jetzt schon mal das Video. Auch wenn ich mich beschissen anhöre. So. Hier haben wir die Box. Wie immer. Und ja, ich weiß nicht, was drin ist. Ich lasse mich wie immer überraschen. Also schauen wir mal. Es ist wieder sehr süß angerichtet. Aha, hier sind erstmal zwei Tees drin. Oh, Tee, sehr gut. Detox-klärender Bio-Tee aus Anis, Fenchel und Kardamom und Detox, zumal das gleiche. Ja, sehr gut. Klingt beides lecker, werde ich auf jeden Fall trinken. Tee ist immer gut, da freue ich mich. So, die Produktkarte ist dabei. Schauen wir uns erstmal Licht an. Oh, das sieht alles so niedlich aus. Okay, fangen wir mal mit einer uns schon längst bekannten Marke an. Das ist I+M. Hier. Eine Fußcreme. Schade, ich mache kein Karate mehr. Da hätte ich das noch richtig gut gebrauchen können. Klar, wer kann nicht eine Fußcreme gebrauchen? Aber ich denke da immer relativ selten dran, meine Füße einzucremen, muss ich sagen. Aber das ist vielleicht eine sehr gute Erinnerung, dass man das auch mal machen kann, gerade wenn jetzt der Sommer kommt. Ja, und die offenen Schuhe kommen. Mit den High Heels zum Beispiel. High Heels. Mit dem High Heels. Ja, das ist doch schön, wenn man toll gepflegte Füße hat. Das ist mit Ginseng und Zaubernuss. Und ich kann ja mal. Oh, ist wieder wie bei der Handcreme. Also immer schön pumpen. Irgendwann kommt es. Nicht aufgeben. Ich rieche leider nichts. Aber es riecht bestimmt toll. Und man kann es bestimmt auch für Hände benutzen. Okay, ja, da freue ich mich über die Fußcreme. Dann als nächstes, oh, es war eingepackt in Polsterfolie, Luftpolsterfolie. Ich gucke, wo vorne ist. Ich glaube, hier ist vorne. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ihr seht es vor mir. Das ist von der Firma Evolve, denke ich mal. Eine Daily Renew Facial Cream für normale bis trockene Haut mit natürlichen ganz viel Zeugs. Und ja, okay, das ist eine Gesichtscreme. Nur für die äußerliche Anwendung, für das Gesicht und für den Halsbereich. Wow, schön. Sieht sehr edel aus. So sieht das Ganze aus, wenn man das aufmacht. Also, ich rieche nichts. Also, es könnte auch bedeuten, dass es wieder sehr schwach parfümiert ist, was gut sein kann, weil manche starken Gerüche kann ich noch riechen. Deswegen denke ich mal, es ist nicht so krass parfümisiert. Vielleicht auch gar nicht, könnte ich mir vorstellen. Und Argan ist hier drin, das erkenne ich auf jeden Fall von den Zutatenlisten. Werde ich ausprobieren. Sieht total cool aus, die Creme. Und ach so, hier ist sogar ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Es wurde im Januar produziert. Und ist bis 2020 haltbar. Das kriege ich alle bis dahin. Cool. Eine Gesichtscreme, freue ich mich. Dann das nächste Produkt. Oh, eine Augencreme. Fokus. Wird er das hinkriegen? Wird er es? Ja, glaubt mir einfach, da steht Augencreme drauf. Wir hatten doch erst eine Augencreme.
Oder bringe ich das jetzt durcheinander, nur weil es für die Augen war und es ist eigentlich für eine ganz andere Partie der Augen gedacht. Auf jeden Fall, glaube ich, hatten wir von I plus M schon eine Augencreme. Die habe ich auch schon bestimmt dreimal benutzt seitdem. Ich bin wirklich sehr schlecht, was das angeht. Aber immer wenn ich sie sehe, denke ich dran, dass ich mir das drauf machen muss. Jetzt gibt es wieder eine Augencreme. Haben die anderen Leute die Augencreme schon alle? Den Augen, ich glaube, Augenbalsam war das. Ja. Jetzt komme ich langsam in Probleme mit dem. Okay, ich muss wirklich jetzt anfangen, Augencreme aufzutragen, damit ich das hier alles benutzen kann, bevor es schlecht wird. Ja, auf jeden Fall eine Augencreme. Von der Firma, wie heißt die Firma? Naturtalent Cosmetics, Hamburg. So, dann haben wir ein Stück Seife. Das erkenne ich auch so. Ein Stück Seife. Lavendelseife, Sweet Almond, also scheinbar Olivenöl, Kokosöl, Mandelöl und Lavendelblüten. Ach, bitte lass mich was riechen. Oh, ich rieche eine Idee von Lavendel. Ich mag Lavendel sehr gern als Duft. Okay, cool. Ob man die auch zum Haarewaschen benutzen kann? Ich habe nämlich überlegt, ein bisschen mit meinen Haaren zu experimentieren, was Haarwaschen angeht und was das Haarewaschen angeht. Und wollte vielleicht mal mit dieser Seife ausprobieren. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob ich damit auch meine Haare waschen könnte oder ob die zu krass ist. Das wäre sehr interessant. Und ja, ansonsten ein Stück Seife kann man immer benutzen. Sei es zum Reisen oder einfach hier zum Hinlegen und hübsch aussehen und riechen. Und vielleicht auch mal die Hände waschen. Einmal im Monat kann man machen. So, es sind noch zwei Sachen drin. Einmal haben wir hier, erst für euch. Ihr dürft es zuerst sehen. Ach, mein Fokus ist heute irgendwie nicht so. Es tut mir leid. Es das heißt O. Organic Argan Moisture Retention Face Oil. Und das ist ein Gesichtsöl, wie die englischkundigen Leute schon gehört haben. 2 bis 3 Tropfen soll man sich auf die Haut geben und ganz vorsichtig einmassieren. Kann unter dem Make-up benutzt werden und kann man für Nacht- oder Tagespflege nehmen. Ich habe immer noch die eine Nachtpflege, die es mal gab in dem Paket. Die ist auch echt schön, die riecht auch leicht nach Lavendel. Die ist bald alle, dann kann ich vielleicht dann anfangen, das mir nachts drauf zu machen. Aber wenn ich überlege, 2 bis 3 Tropfen davon, dann gibt es wahrscheinlich schon wieder die nächste Nachtcreme von dem Beauty Basket und ich komme gar nicht hinterher. Ja, auf jeden Fall schön. Argan Oil soll ja wirklich richtig gut sein für die Haut. Und ja, nehme ich gerne, probiere ich gerne. Bin ich gespannt, wie das so funktioniert. Und dann haben wir hier als allerletztes, oh mein Gott, schaut euch das an. Ist das zu erkennen? Fokus, komm, tu mir den Gefallen. Na gut, vielleicht sieht man es auch schon an der Form. Nein, es ist kein Lippenstift. Es ist ein Eyeliner. Vegan, organic, paraben-free, natural Eyeliner. Made in Canada. Wie heißt die Firma? Wasserresistent sogar. Oh, vegan, cruelty-free, halal. Alles. Ich glaube, ich kann die Firma nicht aussprechen. Fibic Ich schreibe es euch hin. Von wo das ist. Ich schreibe es euch hin. Jetzt steht hier aber gar nicht drauf, welche Farbe das ist. Und für mich sieht das irgendwie so leicht bräunlich aus. Ich weiß nicht, entweder ist das Licht hier so seltsam. Aber ich finde, es hat so, also es ist dunkel. Aber ich finde, es hat auch so einen leicht bräunlichen Touch. Aber vielleicht geht es ja auch gerade darum, dass es so mehr so natürlich sein kann. Also so natürlich wie ein Eyelidstrich sein kann. Und ja, dass nicht so ein Knallkohleschwarz ist, aber auch nicht so ein untergehendes Braun, sondern vielleicht so eine Mischung sein soll. Finde ich total toll.
Finde ich klasse, dass es Eyeliner gibt. Probiere ich gerne aus. Ich bin ja nicht so bewandert mit dem Auftragen von Eyeliner. Aber das motiviert mich vielleicht auch ein bisschen zu üben. Also gerade morgens kriege ich das gar nicht hin, mir das ordentlich ins Gesicht zu machen, aufzutragen. Aber ich freue mich, dass ich damit rum experimentieren kann. Schade. So, das war's. Und ach so, hier ist noch ein Tee. Holunderbeere, Echinacea und Holunderblüte. Ich glaube, den werde ich gleich als allererstes mal ausprobieren. Das klingt nämlich total lecker, auch wenn ich nicht schmecke. Vielleicht hebe ich es dann doch für später auf. Ich weiß es nicht. Ich guck mal, was ich hier mache. Ob ich erst detoxe und dann vielleicht warte, bis ich wieder was schmecke und dann den Bärentee probiere. So, das war's. Die Box ist alle. Was sage ich zu dieser Box? Viele Kleinigkeiten zum Probieren, das finde ich richtig schön. Nicht so eine riesen Monsterpackung, wo man totgeschlagen wird und gar nicht weiß, wie man das alles leer kriegen soll. Außer natürlich, ja, das Öl. Aber selbst da, ganz ehrlich, wenn man jetzt sagt, okay, das Öl ist nichts für mein Gesicht, ich kriege davon sehr viele Pickel, weil es gibt Leute, die reagieren da sehr stark drauf, wenn sie Öl ins Gesicht machen, dass sie Pickel kriegen. Es gibt Leute, die können das ohne Probleme raufmachen und das geht ihnen super damit. Dann kann man das auch in seine Haare machen. Auch Haare freuen sich sehr über Arganöl. Von daher, also dafür gibt es auf jeden Fall immer eine Verwendung. So eine schöne Haarkur damit machen und dann gibt es schön Glanz und Feuchtigkeit und alles, auf jeden Fall. Und ja, die anderen Sachen sind dann schön klein und ja, ich freue mich sehr über diese Sachen. Was ich beim nächsten Mal gerne hätte, generell, immer noch eine Mascara. Das wirklich wäre so etwas, wo ich sage, ja, ich habe zwar schon so die eine oder andere ausprobiert bei Rossmann oder so, aber so eine richtig gute, richtig tolle Mascara. Von mir aus kann die auch ein bisschen mehr kosten. Hauptsache, sie ist vegan, keine Tiere mussten dafür leiden. Das wäre nochmal klasse. Okay, das war es jetzt erstmal von mir für heute mit dem Vegan Beauty Basket. Diesmal richtig ausgesprochen und gesagt und überhaupt. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Überblick verschaffen über diese Produkte, die hier angeboten werden. Es tut mir nochmal leid, dass ich etwas nasal rede und etwas kränklich klinge. Mir geht es ansonsten eigentlich gut. Ist einfach nur alles zugeschwollen. Und ja, wenn ihr Ideen noch habt, was ich so alles demnächst testen könnte, wenn ihr so ein Produkt habt, wo ihr sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen soll, schreibt es doch vielleicht mal in die Kommentare. Vielleicht kaufe ich es dann und probiere es aus für euch vor der Kamera. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, sich zu entscheiden, ob man das haben möchte oder nicht. Und ansonsten war es jetzt erstmal von mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!